Lola Rose, 17, die Tochter der Schauspieler Charlie Sheen, 56, und Denise Richards, 51, hatte am Dienstagabend, 28. Juni, einen Autounfall, wie The Sun jetzt berichtet. Nach Angaben der Polizei saßen noch drei weitere Menschen im Fahrzeug, als die 17-Jährige mit ihrem VW in eine Böschung fuhr. Charlie Sheens Tochter Lola hatte einen Autounfall. Ein Sprecher der Malibu Lost Hills Sheriff's Station bestätigte, dass sie als Such- und Rettungseinheit unterstützten, nachdem ein Anruf einging, dass ein Auto über eine Klippe hängen würde. Bei Ankunft war jedoch zu sehen, dass das Fahrzeug nur gegen einen Böschung geprallt war und nicht abzustürzen drohte. Lola war mit ein paar Freunden anscheinend nach Einbruch der Dunkelheit auf einer kurvenreichen Straße unterwegs, als der Unfall passierte. Niemand wurde ins Krankenhaus gebracht, aber die minderjährige Fahrerin klagte nach der Kollision über Kopfschmerzen, so der Vertreter. Weder Lola noch ihre Eltern äußerten sich bis jetzt zum Vorfall. Charlie Sheens Tochter Lola Rose besitzt erst seit Januar ihren Führerschein. Erst im Januar feierte Lola Rose ihre bestandene Führerscheinprüfung. Ihre Mama Denise markierte die 17-Jährige auf einem Instagram-Foto, das sie neben einer weißen VW-Limousine zeigt, und schrieb damals hinzu: "Woho! Es gibt nichts Schöneres als 2022 zu feiern, als meine Lola ihren Führerschein gemacht hat. Ich bin so stolz auf dich und freue mich so für dich, Lola." Auch Lola selbst kommentiere das Bild und bedankte sich bei ihrer Mama: "Ich liebe dich so sehr, Mama, danke, dass du mir das Vertrauen gegeben hast. So ein besonderer Moment."